pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Epa! Wir haben eine ganz besondere Top 10 für Sie vorbereitet. Sie sehen, wir sitzen hier am Strand. Strand sagt Sommer und wir haben eine Top 10 von unserem Sommersale, den wir jetzt seit ein paar Wochen haben. Sie sehen die Top-Produkte und alle sind tatsächlich auch zum Sommersale-Preis. Sie können richtig viel Geld sparen bei jedem einzelnen der Produkte. Und Ralf, ich würde sagen, wir fangen mal sofort an mit dem ersten Artikel, Platz Nummer 10. Eine sehr, sehr einfache Art für Erfrischung zu sorgen. Ja, gleich, das ist ein Zweierset von für mich Wundertüchern. Es sind selbstkühlende Tücher in einer hier mit einem Spezialmaterial. Und Sie sehen, das hat eine stattliche Größe, 1,10 Meter mal 35 Zentimeter. Aber der Clou daran ist, wenn Sie das nass machen, egal ob im Brunnen, unterm Wasserhahn oder im Fluss, und dann leicht ausringen, dann hat das einen Selbstkühlungseffekt, der bis zu 4 Stunden selbst im Hochsommer in praller Sonne anhält. Und das ist so unglaublich erfrischend. Jetzt denke ich nur mal an Schwimmbad. Da werden sich einige an den nächsten Tagen sehr, sehr arg den Körper verbrennen. Bevor das passiert, legt man das irgendwo drauf. Oder wenn Sie wandern gehen, nehmen Sie es mit. Das ist nicht groß, das passt in jeden Rucksack. Und wenn es dann mal wirklich zu heiß wird und Sie Abkühlung brauchen oder vielleicht auch einen Mückenstich haben, dann gehen Sie an den nächsten Fluss, an den nächsten Brunnen. Irgendwo, wo Wasser rauskommt, machen es nass, ringen es aus und werden sehen, der Kühleffekt ist enorm. Das Gleiche gilt bei Sportveranstaltungen, Verstauchungen oder wenn es da mal eine Brennung gibt, das wissen alle Sportler, das ist sehr schmerzhaft. Kühlung wirkt da Wunder, dann legen Sie dieses Tuch vorher kurz nass gemacht oder feucht gemacht, eben um die Stelle und dann ist es der Wahnsinn. Ich habe das auch privat und ich war am Anfang skeptisch. Ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Das ist doch nichts anderes als ein Waschlappen, den man sich kalt ins Genick wirft. Aber wer das gemacht hat mit so einem Waschlappen, ja, 5 Minuten Kühlung, dann ist es warm Wasser, was man im Kreuz hat. Hier, dieses Tuch hält diese Kühlung wirklich über Stunden. Über die Schulter legen, über den Kopf legen, über die Arme legen, so, wo, dort, wo Sie eben ein bisschen Abkühlung brauchen. Ich glaube, schon bei den normalen Temperaturen wird das vielen Leuten helfen. Ich weiß, mein Opa früher, wenn wir wandern waren, der hat immer diese Stofftaschentücher dabei gehabt. Und damit ist er also an den Bach gelaufen. Hat sich das auf den Kopf gelegt, das hat dann auch 10 Minuten gehalten, ja. Aber sowas ist natürlich wesentlich besser. Und was ich ganz wichtig finde, egal wohin Sie es mitnehmen, Sport, See, Wandern, so klein ist es zusammengelegt. Also das ist eigentlich hier nicht größer als ein früheres Stofftaschentuch, aber natürlich jetzt von der Fläche wesentlich größer, 1,10 Meter mal 35 Zentimeter. Und die Wirkung ist enorm. Wer das einmal probiert hat, nehmen Sie es ruhig auch mit in Urlaub, wenn Sie mal einen leichten Sonnenbrand auf den Schultern haben oder kurz davor sind, ja, dann legen Sie sich das kühlend, entspannend auf die Schultern. Auch wenn es Kindern mal so heiß wird, einfach um das Kind herumlegen und dann ist es eben perfekt. Und wir haben hier, du hast es gesagt, Summer Sale Preise. Ja, ja. 2 dieser selbstkühlenden Tücher für 5 Euro. Das ist einfach der Wahnsinn. Starten Sie am besten die ganze Familie mit aus. Unser Platz Nummer 10 hat die Bestellnummer NX1306 und die 569. Es ist ein Zweier-Set dieser tollen Tücher, die wirklich für Abkühlung sorgen, die Sie vielleicht auch bei Sportverletzungen benutzen können oder wenn Sie mal von Insekten zerfressen worden sind, sagen wir mal. Toller Start hier in unsere Top 10. Wir haben tolle Produkte, die noch kommen. Das war unser erster Artikel. Wir machen sofort weiter. Hier kommt Platz Nummer 9. Ja, wir sind im Sommersale, hier unsere Top 10, alle Produkte zum Sommersale-Preis und natürlich alles Saisonprodukte. Ja, was hier irgendwie ein bisschen wie ein spaciger Kopfhörer aussieht, ist eine Erfrischung, für die Sie viel mehr Geld zahlen würden in den richtigen Situationen. Ich spreche jetzt nochmal die Leute an, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Hochsommer fahren oder fahren müssen. Dann legt man das einfach um den Hals. Es ist akkubetrieben und ist ein Doppelventilator. Wir hören jetzt dieses ganz leichte Surren und jetzt kommt
natürlich vorne links und rechts kommt Luft heraus, bewegte Luft, die uns dann eine Kühlung verschaffen. Aber Monika, würdest du es noch mal kurz ausziehen? Wenn wir uns mal die Oberseite anschauen, dann sehen wir eigentlich um den kompletten Kopf, den ganzen Hals entlang, haben wir diese Lüftungsschächte. Und das heißt, das bläst jetzt hoch und kühlt unseren Kopf. Bei den Damen vielleicht noch wichtiger, gerade mit langen Haaren, Monika, ist gerade extrem belastend, oder? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr warm mit langen Haaren, da hast du vollkommen recht. Deshalb finde ich es hier so fantastisch, dass hierbei natürlich die kalte Luft auch noch um den Hals geht. Aber man kann es bestimmt dann auch andersrum einmal sich umlegen und dann strömt das natürlich auch noch hier zum Körper, finde ich auch super. Genau, sollte man ausprobieren, was einem besser tut oder wo es kühler ist. Natürlich sind beide Richtungen möglich. Wir haben übrigens 3 Ventilationsstufen, also wirklich für jeden etwas, je nach Hitze. Ja, da hören wir die Nummer 2, Sie hören ein ganz leichter Ton, wie wir das von einem Ventilator gewohnt sind, aber die Abkühlung ist riesengroß. Akkubetrieb, 8 Stunden Akkulaufzeit, also ununterbrochener Betrieb, das heißt, man kann das auch mal auf eine Wanderung mitnehmen, ja, oder überall, wenn man draußen ist, einfach um den Hals legen und Sie sehen auch, wie flexibel das ist. Das gilt also wirklich für Kinder bis zum erwachsenen, gestandenen Mann ist das die Erfrischung, nach der man manchmal sich lechzt und auch das haben wir natürlich im Summer Sale und immer noch den Summer Sale Preis für Sie und ich sage für die paar Euro, ja, so eine Erfrischung und sowas holen, es gibt mit Sicherheit Momente, da würden Sie das Doppelte und Dreifache zahlen, ohne eine Sekunde zu überlegen. Wenn Sie jetzt das nicht bestellen, werden Sie vielleicht in den nächsten Tagen, wenn wir dann 36, 37 oder bis zu 40 Grad haben, werden Sie an mich denken und dann heißt es wieder, hätte ich doch nur. Lassen Sie es gar nicht so weit kommen. Ja, unser Sommer-Sale-Preis ist 15 Euro. Sie können unseren Akku-Doppelventilator zum Umhängen bestellen mit der Bestellnummer ZX8450 und die 569. Das ist unser Platz Nummer 9. Der reguläre Pearl.de oder auch Katalogpreis ist hier bei 22 Euro. Sie sparen richtig Geld. Es geht um den Sommer-Sale. Sommerprodukte alle zum Sommer-Sale-Preis, wo Sie richtig Geld sparen können. Aber schnell müssen Sie sein. Diese Produkte werden nicht lange verfügbar sein. Dann ist das Kontingent weg. Das war unser Platz Nummer 9. Wir machen weiter mit Platz Nummer 8. Ja, und Sie sehen hier einen Deckenventilator. Ich persönlich bin Fan von Deckenventilatoren. Und zwar ist das ein mobil einzusetzender. Erstens mal mobil mitzunehmen, weil ich deute Ihnen das mal an. Dann kann ich die Flügel rausnehmen, dann ist er, ja, passt er in jede Hosentasche im Prinzip. Ich setze ihn wieder an. Und jetzt suchen Sie sich zum Beispiel draußen Pergola, das kann aber auch ein Zelt, ein Pavillonzelt sein, oder auch bei sich in der Wohnung, einfach einen Deckenhaken oder montieren ein. Legen hier das Kabel, stecken es in den Strom und schon haben Sie hier einen leistungsstarken Deckenventilator. Ja, also das ist eine enorme Kühlung. Ich bin Fan von Deckenventilatoren. Sie werden sehen, wir haben in dieser Top 10 4 verschiedene Deckenventilatoren. Da wird mit Sicherheit auch der richtige für Sie dabei sein. Was mir hier gefällt, ist die Flexibilität, ja, weil ich einfach nur einen Deckenhaken reinhänge. Pergola, Büro, Schlafzimmer, ganz egal, ich brauche keine große Veränderung. Ich lege ein Verlängerungskabel an das Anschlusskabel und schon habe ich diese enorme Kühlung. Und man merkt das schon, Monika, wir sind jetzt hier natürlich in der horizontalen statt in der vertikalen, aber du merkst schon dieser angenehme Luftzug, oder? Ja, auf jeden Fall, den merke ich. Das ist wirklich eine richtige Erfrischung, muss ich sagen. Also es gefällt mir. Also ich würde für 5,99 Euro jedem dazu raten, auch wenn Sie es mal ausprobieren wollen. Ich habe meine erste Bekanntschaft gemacht, das erzähle ich immer gerne wieder, mit einem Deckenventilator in einer Sportsbar beim Billardspielen. Mhm. Unglaublich heiß. Ja. Über den Billardtischen waren Deckenventilatoren und du hattest permanent diesen ganz leichten, sanften Luftzug auf der Haut und so war die Hitze erträglich. Und das hier ist das Gleiche. Also auch wenn Sie draußen mal sind, wenn Sie vielleicht eine kleine Pergola zu Hause haben oder auch einen Balkon oben an die Decke vom Balkon, hängen Sie das auf, das ist kein Problem. Einfach einen kleinen Haken montieren und dann das Kabel natürlich so verlegen, dass es nicht in den Propeller kommt. Da ist auch ein Ausschalter dran. Man muss also nicht mal immer die
den Stecker ziehen und dann kann man es an- und ausschalten. Und wenn Sie mal in Urlaub gehen, Campingurlaub oder auch eine Ferienwohnung, ja, ich mache es jetzt einfach einmal auseinander. Ach ja, Sie haben es vorhin gesehen, einfach die Flügel abziehen, das geht problemlos und dann ist er auch reisefertig. Sie haben es gehört, geräuschfrei im Prinzip, ein ganz, ganz dünnes Surren und über den Energiebedarf von Power brauchen wir ja auch nicht zu diskutieren. Sie sparen 50% im Gegensatz zu Pearl.de oder unser Katalogkunden, exklusiv als Pearl TV-Zuschauer mit der Bestellnummer NC1384 und die 569. Natürlich mobil einsetzbar. Ich denke da auch an Wohnwägen und Wohnmobile. Das war unser Platz Nummer 8. Wir machen weiter mit Platz Nummer 7. Ja, und hier kommt unser nächster Ventilator. Der ist schon ein bisschen größer und macht dann dementsprechend noch mehr Wind. Genau, den mache ich jetzt hier nicht an. Ganz einfach, weil wir hier eine Spannweite von 1,05 Meter haben. Das heißt auch hier für große Räume. So ähnlich sah übrigens noch Andy Braun in der Sportsbar die Ventilatoren aus. Die kennen das vielleicht auch mal, wenn sie im Urlaub waren im Mittelmeer. Dort geöffnete Räume, die können ja nicht mit Klimaanlage gekühlt werden. Da hängt sowas gerne auf. Oder wer mal in Südamerika war, dort ist das eigentlich gang und gäbe, auch in Einkaufspassagen. Ja, überall in südlichen Ländern, genau, wo es eben sehr heiß ist, sieht man diese Deckenventilatoren wirklich in jedem Raum. Gerade auch Restaurants oder so, da hängen ganz, ganz viele davon, weil die halt hier für Erfrischung sorgen. Ja, eben, für diese leichte Zugluft, die den Sommer dann oder die ganz hohen Temperaturen erträglich macht. Auch hier eine unglaubliche Laufruhe und auch hier einfach einen Deckenhaken montieren, einhängen und dann das Kabel natürlich oben herum kurz zur Seite legen, Verlängerungskabel dran und schon ist es installiert. Ob jetzt in Wohnräumen, vielleicht auch haben Sie einen Hobbykeller oder auch im Schlafzimmer oder Wohnzimmer als zusätzliche Erfrischung, mit Sicherheit kein Fehler. Auch wenn Sie eine Ferienwohnung oder Ferienhäuschen, Pergola haben und sagen, ist eine größere Fläche. Ja, hier mit 1,05 Meter, das muss man immer sich vorstellen, nicht 1,05 Meter und das ist genau das, wie es runterbläst, sondern die blasen ja durch die Form seitlich. Man hat hier also 5-6 Meter Reichweite, also wirklich für große Räume bestens geeignet. Unglaublich einfach zu installieren, das kann man hier auch sagen, weil wir überhaupt nur einen Deckenhaken brauchen und dann natürlich Anschlusskabel, das ist recht lang, das dann natürlich in eine Steckdose. Wir haben hier sogar noch eine Timer-Funktion und ich finde es richtig gut. Und auch hier, weil das immer ein interessantes Thema ist, sprechen wir mal über den Stromverbrauch. Maximal 20 Watt, also das können wir auch komplett vernachlässigen. Und nochmal, wer es einmal gespürt hat, was für kühlender Luftzug durch einen Deckenventilator kommt, der wird es nicht mehr missen wollen. Und vielleicht ist jetzt genau der Moment für Sie, wo Sie sagen, ja, im Hobbyraum, in der Pergola, da hänge ich mir sowas auf. Und was Sie hier sparen, schauen wir uns wieder an mit einem Blick auf Pearl.de. 28 Euro sparen Sie hier. Wir sind bei knapp 60 Euro bei Pearl und bei unseren Katalogkunden. Das sind alles Produkte, die sich sehr, sehr gut da schon verkaufen. Sie haben den enormen Preisvorteil, dass Sie jetzt hier die Top 10 Sommer Sale sehen. Sie sparen 48%, bei uns nur 29,99 Euro mit der Bestellnummer NX3147 und der 569 für unseren Platz Nummer 7. Ja, wir sind mitten im Sommer Sale, Top 10 für Sie. Alles Artikel, die für den Sommer gehen natürlich. Und hier kommt auch schon der nächste Platz. Hier kommt Platz Nummer 6. Ja, der nächste Ventilator und ich bin ein absoluter Fan von dem hier, weil der auch noch Licht machen kann. Dankeschön. Also wir bleiben bei den Deckenventilatoren, ändern jetzt aber das Prinzip. Gerade eben hatten wir zwei Stück, die hängt man einfach irgendwo auf, dort, wo man es will. Bei den nächsten beiden haben Sie den Ersatz für Ihre Deckenbeleuchtung. Das heißt, Sie haben im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer eine Lampe an der Decke hängen, die ganz normal geschalten wird über den Lichtschalter. Die hängen Sie ab und hängen stattdessen diesen Ventilator auf. Jetzt haben Sie auch ein Licht hier, sogar besonders schön, weil man drei Weißtöne abgleichen kann, also warmweiß, gemütliches Wohnen bis hin zum Tageslichtweiß, wo man arbeiten oder putzen, viele sagen auch Putzbeleuchtung, das kann man alles einstellen. Aber was hier wichtig ist für mich, ist die Mitte und das ist eben dieser
Ventilator, den ich jetzt jederzeit zuschalten kann, in 3 Stufen, auch mit Timerfunktion und zusätzlich noch in Gegenrichtung praktisch diese Abdeckung oszillieren, drehen lasse. Und dadurch wird noch mehr Raumverteilung der frischen Luft, dieser Zugluft erreicht. Und dann hier sieht es aus wie so ein UFO, ja? Ja. Aber es ist einfach stilvoll, der Korpus aus Vollmetall. Und mit der Fernbedienung schalte ich jetzt das ein, was ich will. Jetzt weiß ich, dass da viele Angst haben, Mensch, ja, das mache ich, jetzt habe ich den Ventilator angehabt und jetzt habe ich als nächstes, komme ich aber im Dunkeln, will das Licht anmachen, dann geht das Licht nicht an, sondern der Ventilator. Nein, es ist so, Sie schalten ein auf einer Memory-Taste, also auf einem Speicher, was Sie gerne hätten. Und dann ist es so, egal was Sie eingestellt haben, das, was Sie als Memory eingestellt haben, gibt es, wenn Sie hier ganz einfach mal den Lichtschalter betätigen. Also, geschalten über Lichtschalter, da geht normalerweise das Licht an, alles Weitere schalten Sie über die Fernbedienung und ich schalte jetzt mal den Ventilator ein. Und das hier, genau das, gibt dann diese unglaubliche Erfrischung. Jetzt sehen wir die Oszillation noch und jetzt machen wir, würde ich sagen, auch mal ein bisschen Licht noch an oder ein bisschen heller oder dunkler. Sie sehen es, einfach aus und jetzt wechseln wir auch mal in der Lichtfarbe hier. Das sehen Sie auch. Ja, mal warmweiß, mal kaltweiß. Das geht hier alles. Und so schön kann das alles sein und einfach funktionieren. Und das ist ein unglaublich angenehmer Luftzug, der ganz sanft, das ist auch noch was ganz Wichtiges, es ist ein sanfter Windzug. Also nicht, dass hier, wenn irgendwas auf den Tisch liegt, dass es die Servietten wegweht oder sonst was. Nein, auf Ihrem Körper wird das als ganz sanft empfunden. Ich könnte mir das nicht nur im Wohnzimmer vorstellen, sondern sowas ist eigentlich auch prädestiniert für Schlafzimmer. Viele leiden jetzt gerade, weil wir im Moment diese tropischen Nächte haben, also Nächte, bei denen der Thermometer nicht unter 20 Grad geht, und dann sowas mal einschalten. Es ist nicht laut, es verteilt sich gut. Es ist auch keine Gefahr, dass man sich irgendwie ein steifes Genick holt. Ich kenne viele, die haben einen ganz einfachen Ventilator neben Bett und am nächsten Morgen waren sie aus, war zwar nicht heiß, aber sie haben ein steifes Genick, ne? Können sich kaum bewegen. Kennen die der ein oder andere. Das wird meiner Meinung nach bei einem Deckenventilator auch nicht passieren. Er ist einfach wunderschön. Und mit der Lampe noch, mit den verschiedenen Lichtfarben, ist das auch noch genial geregelt. Und jetzt auch noch ein Preis, den ich vor dem Summer Sale nicht für möglich gehalten habe. Wir schauen mal auf den ganz normalen, handelsüblichen Preis, nö, ich würde sogar sagen schon günstigen Preis bei Pearl.de. 180 Euro ist unser Preishit. Wird sehr gerne bestellt, natürlich, weil er so schick ist, so einfach zu installieren ist. Bei uns sparen Sie 50%, wir haben die Hälfte runtergenommen. Jetzt nur 89,89 €. Kinder leicht zu installieren. Viele Leute haben Angst, dass sie da ein Kabel legen müssen oder irgendwas. Das ersetzt ganz einfach Ihre Deckenlampe. Damit ist für Strom gesorgt. Nehmen Sie Ihre Deckenlampe ab, hängen Sie den an die Decke und haben dann einen Ventilator mit Licht fürs ganze Jahr übrigens, weil man das auch andersrum drehen lassen kann. Dann wird im Winter die warme Luft unten behalten, da wo Sie sie haben wollen. Also wirklich ein ganz tolles Produkt hier, gerade durch die Fernbedienung auch sehr einfach zu bedienen. Unser TV-Sonderpreis für Sie ist 89,89 €. Mit der Bestellnummer NX6438 und die 569. Sie sparen 50%. Normal kostet der bei uns als Preishit um die 180 Euro, also 179,99 €. Sie zahlen nur 89,89 € für unseren Platz Nummer 6. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Aber wir machen sofort weiter mit Platz Nummer 5. Ja, hier haben wir das neueste Modell von unseren Deckenventilatoren mit Licht. Und der ist vollgepackt mit Technik. Ja, also erstmal wieder selbe Prinzip. Wir setzen den anstelle der Deckenleuchte. Also das, was bei Ihnen an der Decke hängt, kommt weg. Und das kommt hin als Lampe. Jetzt haben wir hier aber noch eine Besonderheit. Erstmal haben wir eine größere Ventilationsfläche. Das heißt noch mehr Streuung. Aber was hier das Wichtige ist, ist dieser äußere Ring. Das ist nämlich die Beleuchtung. Und hier habe ich die Möglichkeit, die in verschiedenen Farben anzustrahlen.
erreichen. Und zwar die kompletten Regenbogenfarben. Und das geht über eine kostenlose App, über WLAN. Und das ist für mich genial. Es macht Spaß ohne Ende. Man kann wirklich die Lichtfarbe raussuchen. Natürlich auch Tageslichtweiß oder warmweiß oder arbeitsweiß. Aber dann auch, wie Sie oben sehen, im Farbwechsel. So, wie Sie sich wohlfühlen. Und das immer, wenn Sie es für nötig halten. Und dann natürlich zusätzlich auch den Ventilator einschalten in verschiedenen Stufen, auch wieder drei. Und Sie sehen auch hier, ich halte ihn jetzt extra mal so, natürlich hängt er normalerweise andersrum an der Decke, aber er macht fast keine Geräusche. Da hängt er jetzt in 2,40 Meter Höhe, da hört man ihn nicht, aber man spürt ihn. Und man kann eben hier mit den Farben spielen. Ich mache das jetzt mal hier. Sie können das auch kostenlos oder ganz normal mit der App machen, aber auch hier sehen wir mal, leichtes Blau, hier ein Türkis, da ein helleres Blau, ein Lila. Oh. Ich hoffe, das kommt jetzt rüber. Ja? Und jetzt guck mal hier mit dem Farbwechsel. Also das sind alle Möglichkeiten. Natürlich auch Nachtlicht, was ich ganz einfach einsetzen kann. Das ist dann ein runtergedimmtes, warmweißes Licht. Aber das hier ist eigentlich die modernste Form, das kann man wirklich sagen, der Deckenventilatoren. Dadurch, dass ich es auch nicht nur mit der Fernbedienung, sondern mit meinem Handy, was ich sowieso immer dabei habe, schalten kann, ist das auch wirklich toll. Also kommt dort, wo Ihre Lampe hinhängt, und natürlich wird auch in Zukunft, wenn Sie den Lichtschalter betätigen, als erstes das Licht angehen. Ja? Ja. Es sei denn, Sie wünschen es anders, dann muss man die Speichereinstellung über die Fernbedienung verändern, das ist nicht schwer, aber im Normalfall, wenn ich an den Lichtschalter gehe, soll das Licht angehen. Und das passiert hier, wenn Sie dann bunte Farben oder Ventilator wollen, nehmen Sie einfach Handy oder Fernbedienung und schalten das zu. 20 Euro sparen Sie da bei uns heute im Sommersale in unserer Top 10. Bei uns nur 149,99 Euro und nicht fast 170 Euro. 20 Euro gehen hier runter. Ist ein 2-in-1 modernste Technik hier. Ein wunderschöner Ventilator. Ich mag das auch, dass das Ganze sehr flach ist. Das ist also kein großer Ventilator, der dann noch an irgendeiner Stange runterhängt. Hier mit der Bestellnummer ZX7388 und die 569 für unseren Platz Nummer 5. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es kommen noch ein paar Plätze. Jetzt kommt Platz Nummer 4. Sommer, Sommer, Sommer. Und wir haben alles, was Sie dazu brauchen hier. Als nächstes ist hier unser wirklich cooler Luftkühler. Anders ja. Kann ich nicht sagen. Genau, im ersten Moment, wenn man ihn anschaut, ein schick designtes Kästchen. Und jetzt schalten wir hier ein und dann sehen wir hier ganz einfach einen Ventilator. Ich zeige Ihnen den mal von hinten. Das ist der Ventilator. Den kann ich jetzt in drei Stufen einstellen. Und Sie sehen, das ist Akkubetrieb. Also habe ich hier schon eine Kühlung. Und Monika, schau mal. Selbst hier, du spürst es jetzt schon deutlich, oder? Ja, auf jeden Fall schon. Kommt eine schöne. Angenehmer kannst du gern bei mir lassen. Ja, den kann man, ich stelle den gerne mal zu dir, aber ich möchte den unseren Zuschauern noch eine Kleinigkeit zeigen. Also hier die Lamellen kann ich natürlich einstellen, damit die richtige Gebläserichtung auch erreicht wird. Aber wenn Sie mal ins Tiefe blicken, sehen Sie hier drunter eine kleine Wabenstruktur. Weil das ist nicht nur ein Ventilator, sondern auch ein Verdunstungsluftkühler. Hier auf der Seite ist ein kleines Fach, da füllt man Wasser ein, reines Leitungswasser. Und jetzt wird hier diese Wabenstruktur im Prinzip vernetzt. Das Wasser verdunstet, dadurch wird hier Wärme entzogen und die dadurch entstandene kältere Luft auf der Wabenstruktur, die wird jetzt nach vorne herausgeblasen. Messbar 3 bis 5 Grad kühler als die Umgebungstemperatur, aber gefühlt ist das die Meeresbrise auf Knopfdruck, von der wir immer sprechen. Das ist also weit mehr als ein Ventilator. Entschuldige, Monika, ich habe dir ja versprochen, du bekommst ihn. Ich schalte ihn wieder ein. Dankeschön. Bitte, wir richten ihn mal auf dich. Akkulaufzeit, sodass ich den auch mal mit raus auf die Terrasse nehmen kann. Und wenn ich ihn mal nachts auf dem Nachttisch habe, dann sehen wir hier auch noch so ein ganz leichtes Nachtlicht, welches ich jederzeit auch noch zuschalten kann. Also auch noch sehr, sehr beruhigend und wirklich schön, dieses Licht. Aber diese Kühlung, selbst hier jetzt, die ist Gold wert, oder? Das stimmt. Gerade jetzt in diesen Tagen, wo es einfach extremst heiß ist. Egal, was man tut zu Hause, man schwitzt immer. Man geht dann duschen, man schwitzt eine Sekunde danach auch schon wieder. Deshalb muss man sich einfach hier Abhilfe schaffen. Und ich finde den super auch für den Nachttisch oder so. Klasse. Heute super günstig bei uns. Normalerweise ist ein Topseller bei uns 20 Euro. Wir haben den Preis halbiert für Sie, aber nur in dieser Sendung, nur für Sie als Pearl TV-Zuschauer. Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie so ein Ventilator, der eben nicht nur die warme
Zimmerluft also nochmal umherwirbelt, sondern tatsächlich auch noch kühlt. Angenehme Kühlung bekommen Sie hier. Das ist ja wirklich unglaublich und das eben zu einem Preis, wo ich normalerweise nicht mal einen Tischventilator für kriege. Ja, und den nimmst du mit dorthin, wo du gerade bist, ob du im Büro sitzt, ob du beim Kochen bist oder ob du draußen auf der Terrasse im Liegestuhl liegst. Einfach den Ventilator, den Verdunstungsluftkühler nebendran und dann eben nicht nur die bewegte Luft als Kühlung haben, sondern zusätzlich auch tatsächliche Temperaturunterschiede durch eben diese Verdunstungsluftkühlung, über die wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen werden. Aber glauben Sie mir eins, es funktioniert. Es funktioniert und das ist etwas, was wir alle gebrauchen können hier. Gerade wenn man am Schreibtisch sitzt, ne? Da klebt man ja richtig fest. Hier, dann ist man zu nichts mehr fähig, man kann sich nicht konzentrieren. Den ganz einfach mal neben sich stellen und dann für diese kühle Erfrischung sorgen. Unser mobiler Mini-Akku-Luftkühler, der radikal reduziert wurde im Sommer-Sale. 50% haben wir runtergenommen, nur 10 Euro für Sie. Der hat die Bestellnummer NX6465 und die 569. Einfach mal mitnehmen, der hat auch diesen schönen Griff da. Sieht sehr elegant aus, mal ins Wohnzimmer zum Fernsehen gucken, mal nach draußen, wenn man irgendwie mal die Sonne genießen will. Hier kriegen Sie echte Kühlung. Das war unser Platz Nummer 4. Wir machen weiter mit Platz Nummer 3. Ja, wir waren eben schon cool, jetzt werden wir richtig cool mit einem Luftkühler. Ja, ein Verdunstungsluftkühler, jetzt eben schon mal deutlich größer, das heißt für kleine bis mittlere Räume bestens geeignet. Stellen Rücken auf den Boden oder auf den Tisch, Sie sehen, der steht auf Rollen, der ist flexibel. Und jetzt sehen wir ja im ersten Moment diese großen Turmventilator, den ich auch jederzeit, sobald er eingesteckt ist, mit in 3 Stufen einschalten kann. Und Sie werden mir recht geben, wenn ich jetzt so vor dem Ventilator stehe, obwohl kein Temperaturunterschied da ist, habe ich eine gefühlte Kühlung, sobald die Luft, und das ist die gleiche warme Raumluft, auf die Haut trifft. Aber hier haben wir dann nicht nur diese gefühlte, sondern, wenn Sie das wollen, die tatsächliche Kühlung. Und dazu schauen wir uns die Rückseite an. Jetzt sehen wir ganz deutlich diese Wabenstruktur. Unten den Wassertank, da kommt ganz einfaches Leitungswasser rein, da passen sogar 3,5 Liter rein. Und dann, wenn Sie auf die Kühltaste drücken, dann wird diese Wabenstruktur vernetzt mit Wasser. Das Wasser verdunstet, da sehen wir das mal. Und durch die Verdunstung wird Wärme entzogen. Das ist ein physikalisches Prinzip. In der Physik gibt es keine Kälte, aber Energie- oder Wärmeentzug. Aber im Umkehrschluss wird kältere Luft erzeugt, 3 bis 5 Grad. Und die geht jetzt durch den Ventilator raus. Sie können das vergleichen und deshalb sagen wir auch immer Meeresbrise auf Knopfdruck. Wenn Sie am Meer mal waren und es waren 35 oder sogar 40 Grad, dann kommt von der Meerseite ein kühler Wind. Man nennt ihn die Meeresbrise, was übrigens auch auf demselben physikalischen Phänomen beruht. Und dann steht man so da und die Hitze ist plötzlich erträglich. Dasselbe passiert hier. Und deshalb sagt man auch zu Verdunstungsluftkühlern die clevere Alternative zur Klimaanlage. Erstens moderate Kühlung. Man hat das Kühlgefühl, aber ohne gleich zu frieren. Zweitens der Energiebedarf. Eine Klimaanlage, so eine Monoblock-Klimaanlage, die braucht so, ich sag mal, im Schnitt 1000 Watt. Es gibt ein paar, die haben nur 800, ein paar, die haben 1500. Sagen wir im Schnitt 1000 Watt. Hier sind wir gerade mal bei 75 Watt Energiebedarf. Also ein Bruchteil. Und dann wissen Sie auch, eine Monoblock-Klimaanlage hat immer und wirklich immer einen Abluftschlauch, der zwingend nach außen gelegt werden muss. Das ist bei einem Verdunstungsluftkühler auch nicht der Fall. Also volle Flexibilität. Ich habe bei mir zu Hause schon seit Jahren im Schlafzimmer einen Verdunstungsluftkühler stehen. Und da war die letzten Tage das erste Mal dieses Jahr in Betrieb. Und was ich liebe, ist bei Betrieb des Verdunstungsluftkühlers, kann ich auch Fenster und Türen offen lassen, was meiner Klimaanlage sich von selbst verbietet. Und ich kann einen solchen Verdunstungsluftkühler auch gerne mal mit raus auf die Terrasse oder auf den Balkon nehmen und mir dort auch die Meeresbrise auf den Körper wehen lassen und somit die Hitze erträglich machen. Es wäre doch wirklich fatal, wenn wir bis Mai drin gesessen sind, weil es so kalt war und uns jetzt wieder rein vertreiben lassen, weil es zu heiß ist. Nein. Genießen Sie das schöne Wetter mit natürlich der nötigen Abkühlung. Und das ist mit Verdunstungsluftkühlern der Fall. Und jetzt haben wir hier Summer Sale und die Preise bei unseren Verdunstungsluftkühlern, die sind
unschlagbar. Wir schauen auch mal bei diesem Modell auf Pearl.de. Bei Pearl.de und bei uns im Katalog kostet dieses Gerät 76,99 Euro. Sie sparen 37 Euro heute bei uns in der Top 10 Sommer Sale Edition hier. Die letzten Tage war es so unangenehm heiß. Die kommenden Wochen werden vermutlich nicht besser werden. Also holen Sie sich einen Luftkühler. Ralf, du hast deinen seit Jahren. Das ist eine einmalige Anschaffung. Absolut, absolut natürlich ohne Verbrauchsmaterialien, außer ganz normales Leitungswasser. Der Energiebedarf ist wirklich negierbar hier mit diesen paar Watt, die wir haben, weil wir eigentlich physikalischen Prozess nutzen. Ja, wir werden das so nachher noch mal näher drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber das hat jeder schon mal am eigenen Leibe gespürt. Ja, also ein ganz tolles System hier für nur 39,99 Euro. Sie können es mit nach draußen nehmen, Sie können es mitnehmen, wohin Sie wollen. Der wiegt auch fast nichts hier. Unser Luftkühler kostet jetzt in der Top 10 nur 39,99 Euro mit der Bestellnummer NX3166 und der 569. Den Wassertank füllen Sie ganz einfach mit Wasser, legen Strom ran und schon haben Sie diese frische Meeresbrise, wo immer Sie wollen. Auch draußen, das ist ja auch wichtig, dass wenn man draußen ist, wir lieben es draußen zu sein, aber wenn das so heiß ist, geht der Spaß langsam weg. Das war unser Platz Nummer 3. Wir bleiben bei Kühlung. Es geht weiter mit Platz Nummer 2 für Sie. Ja, wir haben noch mal einen Luftkühler, aber der ist jetzt noch mal vollgepackt mit Technik. Richtig, also hier sind wir eigentlich, wir stellen ihn gerne mal hier in die Mitte, in der ähnlichen Kategorie, die wir gerade eben hatten. Ein etwas größerer Turmventilator auf den ersten Blick und vor allem mit mehr Technik. Weil hier haben wir nicht nur diese Verdunstungstechnologie, sondern zusätzlich sind wir hier auch mit Fernbedienung bestückt. Wir haben eine Timer-Funktion und was ich auch sehr begrüße, hier ist ein Ionisator, ein Luftreiniger mit eingebaut. Gleichzeitig ist dieses Gerät für viele vielleicht ganz interessant, die ein sogenanntes Smart Home haben. Hier nicht Smartphone, Smart Home. Ja, hier kannst du das Ganze über WLAN auch noch regulieren, einschalten, ausschalten, überprüfen. Aber was ich sagen wollte, ist hier ganz einfach dieses Prinzip der Verdunstungskälte. Das funktioniert immer zu 100%, weil es nichts ist, was der Mensch erfunden hat, sondern ein Grundgesetz, ein physikalisches Grundgesetz. Und ich habe vorhin gesagt, das haben wir alle schon mal am eigenen Leib erfahren. Und zwar denken Sie nur mal an Ihren letzten Schwimmbad oder Meer- oder Urlaubsaufenthalt. Und ich sage jetzt mal Beispielzahlen, die können natürlich variieren. Außentemperatur 30 Grad, Wassertemperatur 26 Grad. Sie gehen in das Wasser, das ist erfrischend in dem Fall, und kommen dann irgendwann wieder raus in das 30 Grad warme, in die 30 Grad warme Luft. Und plötzlich bekommen Sie Gänsehaut. Warum? Weil das Restwasser auf der Haut verdunstet und auf ihrer Hautoberfläche wird Wärme entzogen. Und dadurch bekommt man diese Gänsehaut. Bei kleinen Kindern sagt man, komm her, trocken dich ab, sonst erkältest du dich. Ja, warum soll ich mich denn erkälten bei 30 Grad? Aufgrund der Verdunstungskälte. Und das ist hier in einem geschlossenen System umgesetzt. Also Sie sehen, es funktioniert und Sie haben es auch selber schon mal erlebt. Wir sehen da hier auch ein schönes großes Display. Da wird mir die Stufe angezeigt, da wird mir die Raumtemperatur auch noch angezeigt. Und jetzt können Sie alles per Fernbedienung schalten oder noch bequemer per Handy. Auch wieder hier nur reines Leitungswasser. Das heißt auch hier so gut wie keine Folgekosten. Die Kosten für das Leitungswasser hier, 3,5 Liter, die können wir komplett vergessen. Der Strombedarf liegt hier bei 65 Watt bei maximaler Auslastung. Und das ist wieder nur ein Bruchteil dessen, was Klimaanlagen braucht. Ich glaube, viele von Ihnen haben sogar Klimaanlagen zu Hause, aber dieses Jahr noch nicht einmal angemacht, weil bei den Strompreisen, da überlegt man sich das 10 oder 20 Mal, ob man die einschaltet. Hier braucht man überhaupt nicht überlegen, weil bei 65 Watt kann man sich das leisten. Und man braucht auch nicht zu überlegen, ob er sich den holt, weil bei diesen TV-Sonderpreisen muss man einfach zuschlagen. Wir schauen mal gemeinsam auch bei diesem Modell auf den regulären Preis von Pearl.de. 130 Euro bei Pearl.de, bei uns nur 69,99 Euro. Sie sparen 60 Euro. Das ist eine ganze Menge.
Die verkaufen sich ausgezeichnet zum regulären Pearl.de-Preis und Katalogpreis. Ich weiß es, und wir haben die jetzt für Sie hier in der Top 10 des Sommer-Sales für diesen unglaublichen Preis von 69,99 Euro mit der Bestellnummer NX1549 und der 569. Sie haben ein 3-in-1-Gerät, Kühler, Befeuchter, Ionisator, alles in diesem Wunderwerk der Technik, was Ihnen eben hier im Sommer, wenn es warm ist, tatsächlich Linderung verschafft und hier eben auch überall hin mitgenommen werden kann. Die wiegen nichts. Die können Sie einfach mit nach draußen nehmen, von Raum zu Raum, wie Sie wollen. Ideal für mittelgroße Räume, würde ich mal sagen. Damit schaffen Sie sich Kühlung. Das war unser Platz Nummer 2. Wir machen gleich weiter hier. Das ist der Silberplatz, sage ich mal, ne? Die Silbermedaille. Aber die Goldmedaille, die steht hier schon. Die werden wir Ihnen jetzt vorstellen. Unser Platz Nummer 1. Ja, das ist unser Spitzenmodell von den Verdunstungsluftkühlern. Ach so, ich und dachte, der du Preis. Monika wäre Platz Nummer 1. Nein. Wir alle drei sind Platz Nummer 1. Also. Es ist unser Spitzenmodell und das auch zu einem unglaublichen Preis. Ja, und wenn wir den jetzt mal sehen, und Monika schaltet ihn gleich mal ein, dann sehen wir schon mal ganz große Ventilationsflächen. Allein das Design begeistert. Ich sage immer, Sesam, öffne dich, Technik dazu. Das ist einmal sehr optisch sehr schön anzuschauen. Zum anderen hat es natürlich auch einen technischen Hintergrund. Bei Nichtbetrieb werden die Lamellen und der Ventilator vor Verschmutzung geschützt sind. Sehen Sie, sobald er offen ist, geht er an. Und zwar sehen wir auch auf dem Raumthermostat, der hier eingebaut ist, die Zimmertemperatur. 26 Grad, das ist für mich schon mal die Grenze. Also da läuft man schon fast weg. Und wenn ich die Prognosen für die Wettervorhersagen gesehen habe, soll man bald mal an die 40 Grad bekommen. Und da ist nicht mehr erträglich. Und das ist jetzt ein Gerät, auch wieder clevere Alternative zur Klimaanlage, für wirklich große Räume oder auch Freiflächen. Weil wenn wir jetzt, wir sind auf Stufe 1 der Ventilation, wenn wir jetzt auf 2, 3 oder sogar auf den Turbo Boost, wir haben nämlich 4 Stufen gehen, dann kommt diese frische Luft bis in den letzten Winkel auch von großen Räumen oder großen Freiflächen. Jetzt die Oszillation noch rein, also die Swing-Funktion, um den Luftzug im ganzen Raum zu verteilen. Und jetzt drücken wir die Verdunstungsluftkühlung. Und dann wird hinten im ganzen Gerät wird Wasser vernetzt. Die Wabenstruktur geht nämlich über das ganze Gerät. Und hier wieder dasselbe Prinzip. Verdunstung, dadurch Wärmeentzug. Die kältere Luft wird vorne herausgepustet. Und dieser Effekt wird hier durch einen kleinen technischen Kniff nochmal erheblich verstärkt. Hier ist nämlich ein sogenanntes Peltier-Element noch eingebaut und das macht Folgendes. Und zwar das Wasser, das reine Leitungswasser wird hier um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur heruntergekühlt, dann vernetzt, dann verdunstet und dadurch wird der Wirkungsgrad nochmal erheblich erweitert und dann können wir hier wirklich von ein paar Grad mehr reden, die hier diese Kühlung ist, die Meeresbrise auf Knopfdruck. Und trotzdem habe ich noch nie von irgendjemand gehört, der irgendwann mal gesagt hätte, ein Verdunstungsluftkühler, ich habe mich davor gesetzt, hat am nächsten Tag eine Erkältung. Nein, habe ich noch nie gehört. Bei einer Klimaanlage hat das jeder von uns wahrscheinlich sogar schon am eigenen Leib erfahren, ob im Kaufhaus, im Flugzeug, im Bus oder gar zu Hause oder im Auto. Man ist da empfindlich. Hier nicht, weil die Temperaturunterschiede moderat sind. Und jetzt haben wir hier einen regulären Preis von über 300 Euro, was absolut legitim ist. Wir schauen mal ganz kurz auf Pearl.de. Bei Pearl.de und bei unseren Katalogkunden kostet dieses Gerät genau das, was Sie hier sehen, 321,99 Euro. Wir machen Ihnen hier ein unschlagbares Angebot für unser Spitzenmodell unter den Luftkühlern. Bei uns nur 175,54 Euro. Wir haben mal eben 45% runtergenommen vom Preis. Sie sparen 146 Euro. Er ist sofort lieferbar und kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Wir haben noch so viele Wochen Sommer und nächstes Jahr ist auch wieder Sommer. Ja. Und im Jahr drauf ist auch wieder Sommer. Ja, und noch ein kleiner Tipp, wenn Sie es wie ich
nicht machen, nur um gut schlafen zu können. Das ist auch ganz wichtig, dass wir auch im Sommer genügend Schlaf haben. Eine Timer-Funktion ist auch noch drin. Also wenn ich in mein Schlafzimmer komme und sehe da schon über 20 Grad, weiß ich, jetzt ist wieder Luftkühlerzeit. Und dann schalte ich aber den Timer auf 1, 2, 3 Stunden, je nach Temperatur. Weil selbst bei dem geringen Stromverbrauch, hier haben wir maximal 200 Watt Stromverbrauch, also immer noch ein Bruchteil einer Klimaanlage, muss er trotzdem nicht die ganze Nacht laufen, sondern bei mir die Erfahrung, 2 Stunden laufen, da schlafe ich wie ein Engelchen und dann kann auch der Verdunstungsluftkühler in Standby-Betrieb gehen. Aber es ist so herrlich. Jetzt hat Monika gerade die Windfunktion gedrückt. Sie hören es vielleicht mit den leichten unterschiedlichen Windtönen. Das ist auch noch eine tolle Zusatzoption, die es hier gibt. Ich kann Naturwind nachahmen. Das heißt, ich habe da nicht immer den gleichbleibenden Luftzug, sondern ich habe es mal ein bisschen böiger, ein bisschen schwächer, also intervallmäßig, so wie in der Natur auch. Probieren Sie es aus, wenn Sie das lieben. Es ist genauso effektiv wie eben die anderen, die 4 Gebläsestufen. Aber das hier ist da genau das Richtige, auch für Sie, um die heißen Tage erträglich zu machen. Sperren Sie sich nicht zu Hause ein, gehen Sie ruhig raus auf die Terrasse, dann nehmen Sie Ihren Luftkühler eben mit und nachts können Sie mit Sicherheit auch wieder ruhig und gut schlafen. Unser Platz Nummer 1 mit dem Spitzenpreis von 175,54 €, den gab es noch nie, den wird es auch so, glaube ich, nicht mehr geben. Sie können ihn jetzt zu dem Preis bestellen, Sie sparen 45% gegenüber Pearl.de, 146 € mit der Bestellnummer NX1534 und der 569. Das war unsere Sommer-Sale Top 10. Alle Produkte zum Spitzenpreis. Sie müssen jetzt anrufen.